Leben. Sie hat mein Leben immens geändert und ich kann noch nicht mal sagen, wie. Es freut mich aus ganzem Herzen, dass wir hier. Auch aus Afrika sind Freunde gekommen. Ich bin aus Kenia zu dem Bruno Gröning-Treffen gekommen, um zu lernen, wie ich meinen Freunden zu Hause in Kenia die Lehre Bruno Grönings weitergeben kann. Es ist eine sehr gute Erfahrung, weil die Freunde zu Hause Heilung erfahren haben. Ich durfte die Freunde aus dem Ausland einladen. Bei den Schulungen wird in die unterschiedlichen Sprachen simultan übersetzt. Und zwar Freunde aus den Gemeinschaften, die hier wichtige Arbeit leisten. Auch aus den russischsprachigen Ländern sind Freunde nach Deutschland gekommen. Aus Russland, Weißrussland, Kasachstan und der Ukraine. Ich komme aus Odessa. Im Jahre 1998 bin ich eingeführt worden in die Lehre Bruno Grönings. In der Einführung bekam ich die Spontanheilung von 3 Krankheiten. Seit 6 Jahren leite ich eine Gemeinschaft und den engen Kreis. Mein innigster Wunsch war, einmal in das Land zu kommen, wo Bruno Gröning gelebt hat, wo er geboren wurde und wo er den Menschen so viel Kraft gegeben hat, so viel Liebe und so viel Güte. Meine Aufgabe in der Gemeinschaft ist, die Heilungsberichte für unsere Region zu dokumentieren. Ich bekomme die Berichte, prüfe und bestätige sie. Ich setze mich mit den Ärzten in Verbindung und fordere die Voruntersuchungsergebnisse an, damit die Heilung bestätigt werden kann. Ich bearbeite die Heilungsberichte und schicke sie ins Archiv, als Bestätigung, dass der Mensch, der auf den geistigen Weg kommt und bereit ist, umzukehren zum Ursprung, zur Natur, zu Gottvater, die Heilung oder Hilfen bekommt als Dank. Nicht nur auf allen Kontinenten gibt es Bruno-Gröning-Freunde, auch die unterschiedlichen Weltreligionen sind im Freundeskreis vertreten. Christen, Juden, Moslems, Buddhisten und Hindus. Ich komme aus Indien. Ich bin hierher gekommen, um die Lehre Bruno Grönings besser zu verstehen und mehr Kraft zu bekommen. Und ich finde keinen Unterschied zwischen der Lehre Bruno Grönings und den indischen Lehren. Es ist das Gleiche. Difference in the philosophy of Bruno and Indian philosophy. It's the same. Hashem Shali Edna Teichberg. Anibam Israel, mir Jerusalem. Ich komme aus Jerusalem in Israel. Ich möchte Ihnen zuerst von meiner Familie berichten. Ich bin in einer nicht religiösen Familie aufgewachsen und habe vor 10 Jahren begonnen, an Gott zu glauben. Aber nachdem ich vor 2 Jahren in den Bruno-Gröning-Freundeskreis eingeführt wurde, fühle ich, dass meine Verbundenheit mit Gott beträchtlich zugenommen hat. Das Verstehen meines Glaubens wurde besser und ich meine, er sei viel tiefer geworden, seit ich im Bruno-Gröning-Freundeskreis bin. Ich komme aus Beersheba. Ich kam zum Bruno-Gröning-Freundeskreis, weil ich für meine Familie Hilfe bekommen wollte. Was ich tatsächlich bekommen habe, ist ein Ort, wo ich herausfinden durfte, dass es viel Liebe und viel Geben für Menschen aus aller Welt, mit allen Hautfarben und jeder Herkunft gibt. Bruno kann einen fühlen lassen, dass man nie alleine ist und Liebe bekommen kann, wo immer man auch ist. Die Tatsache, dass von Deutschland Liebe kommt, wo doch Deutschland für uns Sinnbild größten Leidens ist, hat mein Herz wirklich ganz weit geöffnet und gab mir die Kraft, Gemeinschaftsleiterin von Beersheba werden zu wollen. Ich habe in Curaçao im Freundeskreis vielfach erlebt, dass Menschen geheilt wurden. Selber habe ich 4 Heilungen miterlebt. Darum bin ich voller Begeisterung gekommen, um bei dieser großen Kraft dabei zu sein. Ich komme aus Curaçao.
Wir sind hierher gekommen, um viel aufzunehmen und nach Curaçao mitzunehmen. Ich bin mit einem Freund gekommen und bin sehr begeistert von Bruno Gröning. Denn ich bin gesund geworden und fröhlich. Ich bin gesund geworden und fröhlich. Ich wünsche weiterhin. Rund um die Erde erleben Menschen Heilung durch die Lehre Bruno Grönings, auch in den USA. Ich hatte 12 Jahre lang starke chronische Depressionen, einige Zeit nicht so sehr, aber dann konstant jede Woche, jede zweite Woche. Ich war müde und lustlos. Ich konnte überhaupt nichts mehr. Ich bekam auch langsam arthritische Schmerzen in meinen Beinen und in meinen Händen. Und ich erinnere mich an einen Arzt, der mir, als ich 22 Jahre alt war, sagte, dass ich Osteoarthritis im Nacken hatte und auch im Kreuz, im Hüftbereich. Ich hatte Allergien, ich hatte Sodbrennen. Ein Arzt sagte mir, dies sei ein Problem, durch das ich nachts nicht schlafen könne. Und es käme ein brennendes Gefühl, wenn man spät abends noch etwas isst. Es hätte Auswirkungen auf den Schlaf. Und ich erinnere mich, dass ich mein Bett umstellte, damit ich gut schlafen konnte. Ich hatte eine Katzenallergie. Wenn ich eine Katze streichelte und ich mein Auge dann so berührte, schwoll es an, wurde sehr rot und es war sehr unangenehm. Diese Dinge bestimmten mein Leben. Und so. These things were in my life, and then I heard a lecture at the University of Buffalo. Und dann ging ich zu einem Vortrag an der Universität von Buffalo und ich hörte einen deutschen Arzt über Heilung auf geistigem Wege durch die Lehre Bruno Grönings sprechen. Dem ging ich nach. Sofort den Tag darauf fühlte ich mich so richtig wundervoll. Ich erlebte diese Energie um mich herum bei dem Vortrag und ich wusste, dies war etwas ganz Kraftvolles. Am nächsten Tag bemerkte ich, dass ich mich so gut fühlte und ich hatte keine von den Pillen genommen. Das merkte ich aber erst gegen Ende der Woche. Ich habe sie nicht genommen und ich habe auch seitdem mein restliches Leben diese Pillen nicht mehr angefasst. Ich fühle mich gut und bestens. Ich habe bemerkt, dass meine Hände nach einigen Wochen des Einstellens morgens nicht mehr steif waren. Die Schmerzen in meinen Fingerknöcheln und Fingergelenken waren verschwunden und das war gut. Dann stellte ich fest, dass die Steifheit in meinem ganzen Körper weg war. Ich konnte morgens ohne Schmerzen aufstehen und laufen. Diese Schmerzen waren ebenfalls verschwunden. Auch die Arthritis, die osteoarthritischen Schmerzen von hier und die Symptome im Kreuz waren weg. Einfach weg. Als die Zeit verging, verlor ich auch meine Katzenallergie. Und ich fühlte mich einfach nur wundervoll. Und das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass es die Lehre Bruno Grönings war und die Heilung durch Gott. Bruno Gröning und and healing from God. I was an alcoholic for 35 years. Ich war 35 Jahre lang Alkoholiker. Mein Zustand war hoffnungslos. Ich wusste keinen Ausweg mehr. Ich habe versucht, mit dem Trinken aufzuhören. Aber jeder, der Alkohol oder Drogen missbraucht, weiß, man sagt, man hat alles unter Kontrolle. Aber das stimmt nicht. Das alles hat schwere Depressionen mit sich gebracht. Ich habe versucht, mich umzubringen, zum ersten Mal 1969, dann noch einmal 1982. Ich habe 7 Tage in der Woche gearbeitet, jeden Tag im Jahr. Ich habe nie Urlaub genommen. Jeden Tag, wenn ich nach der Arbeit nach Hause kam, fing ich um 19 Uhr an zu trinken. Nach 2,5 Stunden waren es circa 17 Flaschen Bier. Jeden Tag, 35 Jahre lang. Wenn man das zusammenzählt, sind es fast 250.000 Flaschen Bier. I was introduced to the Bruno Gröning Circle of Friends back in January of 2004. Zum Bruno Gröning Freundeskreis fand ich im Januar 2004 durch einen Freund, der an mich glaubte und der wusste, dass ich ein Problem hatte. Ich kam zu der Lehre, ohne zu wissen, um was es ging und ohne daran zu glauben. Ich war erstaunt über die Großzügigkeit der Menschen dort. Und dann habe ich an diesem Wochenende eine totale Heilung von Alkoholismus erlebt. Sie war so eindeutig. Ich habe nichts tun müssen, gar nichts. Die Sucht wurde mir einfach genommen, als ob sie nie da gewesen wäre. Deswegen habe ich mich auch weiter auf den Empfang des Heilstroms eingestellt. Aber das größte Wunder in meinem Leben geschah 6 Monate später, durch die Aufnahme des Heilstroms Gottes.
Ich saß in meinem Wohnzimmer und spürte plötzlich eine Kraft in meinen Beinen, die nach oben durch meinen ganzen Körper strömte. Und in einem Moment wurden alle seelischen Beschwerden, die ich in meinem Leben gehabt hatte, alle Depressionen abgezogen durch meinen Kopf und ich war frei. Ich trinke kein Bier mehr und ich habe kein Interesse an Alkohol. Es ist keine Sucht mehr da. Mein Leben ist erfüllt und gut. Ich bin wieder glücklich und ich genieße meine Familie. Das alles habe ich erlebt durch Bruno Gröning und die Lehre und den Freundeskreis und die Aufnahme des Heilstroms. Ich habe mein Leben zurückgehalten und ich danke Gott. Die Heilungen erfolgen weiter. Sein Wort hat er ernst genommen und erfüllt es. Wer mich rufen wird, ich werde nicht tot sein. Dann komme ich und helfe und heile weiter. Und dann wird es so weit sein, dass jeder aus sich die Hilfe und Heilung erleben wird. Leben. Sie hat mein Leben immens geändert und ich kann noch nicht mal sagen, wie. Es freut mich aus ganzem Herzen, dass wir hier. Auch aus Afrika sind Freunde gekommen. Ich bin aus Kenia zu dem Bruno Gröning-Treffen gekommen, um zu lernen, wie ich meinen Freunden zu Hause in Kenia die Lehre Bruno... Seit 6 Jahren leite ich eine Gemeinschaft und den engen Kreis. Mein innigster Wunsch war, einmal in das Land zu kommen, wo Bruno Gröning gelebt hat, wo er geboren wurde und wo er den Menschen so viel Kraft gegeben hat, so viel Liebe und so viel Güte. Meine Aufgabe in der Gemeinschaft ist, die Heilungsberichte für unsere Region zu dokumentieren. Ich bekomme die Berichte, prüfe und bestätige sie. Ich setze mich mit den Ärzten in Verbindung und fordere die Voruntersuchungsergebnisse an, damit die Heilung bestätigt werden kann. Ich bearbeite die Heilungsberichte und schicke sie ins Archiv, als Bestätigung, dass der Mensch, der auf den geistigen Weg kommt und bereit ist, umzukehren zum Ursprung, zur Natur, zu Gottvater, die Heilung oder Hilfen bekommt als Dank. Grönings weitergeben kann. Es ist eine sehr gute Erfahrung, weil die Freunde zu Hause Heilung erfahren haben. Ich durfte die Freunde aus dem Ausland einladen. Bei den Schulungen wird in die unterschiedlichen Sprachen simultan übersetzt. Und zwar Freunde aus den Gemeinschaften, die hier wichtige Arbeit leisten. Auch aus den russischsprachigen Ländern sind Freunde nach Deutschland gekommen. Aus Russland, Weißrussland, Kasachstan und der Ukraine. Ich komme aus Odessa. Im Jahre 1998 bin ich eingeführt worden in die Lehre Bruno Grönings. In der Einführung bekam ich die Spontanheilung von 3 Krankheiten.